Es wurde ein richtig großes Mittelalterfest, diese Einweihung des historischen Dorfes in der Nähe des Röhrensteges an der Mulde. Die Betreiber und die Organisatoren können aber auch auf das Erreichte stolz sein. Mussten doch nicht wenige Genehmigungen eingeholt werden, mussten verschiedene Voraussetzungen für den ordnungsgemäßen Betrieb und auch vor allem für den Brandschutz erfüllt werden. Denn dieses historische Dorf ist voll funktionstüchtig. Mit Handschwengelpumpe, mit Schmiede und Lehmbackofen, der hier schon fleißig angeheizt wird. Gebaut haben hier vor allem Jugendliche, denn dieses Dorf soll auch zur Wissensvermittlung dienen, soll zeigen, wie die Besiedlung hier entstanden ist. Und das Interesse daran ist groß, sogar über die Kulturkreise hinweg. Zur Eröffnung wurden, als Erinnerung an die 900 Jahre der Stadtgeschichte, 9-mal die Glocke geschlagen und 9 Tauben als Zeichen des Friedens in den Himmel entlassen. Nicht ganz ohne Bezug zur heutigen Zeit, wie eine nachdenkliche Oberbürgermeisterin feststellte. Es sind auch noch andere schöne Feste, aber es ist auch eine oder zwei Veranstaltungen, die ich mir eigentlich für unser Zwickau nicht wünsche. Und ich hoffe nur, dass es in unserer Stadt heute friedlich bleibt. Die Trägervereine Stadtmission und Alter Gasometer werden sicher dafür sorgen, dass dieser Gedanke beim künftigen Betrieb des Dorfes als Kreativ- und Erlebnisort, aber auch als integratives Projekt lebendig bleibt. An diesem Wochenende aber wurde erst einmal gefeiert. Mit viel Musik und Tanz, aber auch mit gutem Essen, ebenfalls hergestellt wie in den Zeiten, als noch keine Kühlschiffe über den Atlantik fuhren. Das ist Highland Fleisch vom eigenen Hof. In Stenn sind wir und machen halt solche Sachen, wie das Grillen. Und die sind also ganz verträgliche Tiere. Das ist wirklich Biofleisch, die haben es schön. Und so Tino Günther weiter, sie sind das ganze Jahr draußen, sogar wenn die Stalltür einladend offen steht. Für diese Ritter war Fleisch natürlich wichtig, denn damals wurden ja auch Kämpfe allein durch Muskelkraft entschieden. Nach dem Feierwochenende wird es wieder ruhig um das Dorf herum. Doch im Dorf sollen zahlreiche Veranstaltungen und Workshops, aber auch viele Langzeitprojekte angesiedelt werden. Zum einen im sozialpädagogischen Bereich, zum anderen zur Wissensvermittlung in Geschichte. Und nicht nur zur Besiedlung, auch zur Baugeschichte. Denn wer kennt denn noch Lehmziegel? Ein Haus in Rundholzbauweise oder ein Holzschindeldach? Alles schon längst ausgestorbene Techniken, die hier wieder lebendig werden.